Illusion Plus versus Eldorado 03. Okay, die letzte Mannschaft in dieser Tour. Und das war, ich glaube, Eldorado 3 ist, glaube ich, die stärkste Fraktion hier. Gegen die hat, glaube ich, weil hier Aaron drin war, glaube ich, gegen Fair gespielt, also gegen Gal. Ich kann mich auch irren, das heißt, ich glaube, ich muss hier auswechseln. Sicher bin ich nicht, aber ich probiere es einfach mal. Stratostampfer ist auf jeden Fall schon mal da. Yep. Dann schauen wir mal. Da haben wir schon mal Kampfgeist. Wir gehen auf Kraft des Nordens. Ja, ist ein Atlas, ne? Ja, ja. Das könnte zu Problemen verursachen. Okay, Akrobotik ist nicht vertreten. Gehen jetzt in Rüstung, damit wir Ballistenbomber benutzen können, aber können wir das wieder halten. Ganz einfach, weil wir einfach nicht so viel Damage raushauen. Ja, 538. Und die beziehungsweise die magische Hand, die sollte es definitiv schaffen. Wir gehen auf Onyx-Wege, beziehungsweise Woge, weil ich sie leveln möchte. Ich glaube, die hat auch Plus dran. Ich knocke nicht beide aus. Schade. Na, ich bin überlegen, gehe ich hier sofort in Maximoff rein? Ja, komm. Aber er ist geschwächt? Okay. Vielleicht nutze ich das jetzt einfach mal aus. Wenn er schon geschwächt ist, dann haben wir direkt nochmal einen Ballistenbomber rein. Er ist nicht in den Mixenmorph reingegangen, warum auch immer. Ja, er macht nichts und das heißt, das erste Tor steht auf jeden Fall. Okay. Warum nicht? Warum nicht? So, ich denke mal, wir könnten auch gleich mal mehr nach vorne setzen. Presario. Mal nach hinten. Die Tauscheplätzen. Mhm. Wieder mal richtig grandioses Deutsch. Die Tausche. Ja, jetzt habe ich einen wirklichen Hänger drin. Hole ich jetzt schon den Kampfgeist raus? Ja, warum nicht? Ah, Beilung, okay. Heiliger Lindwurm, weißer Drache. Gut. Na, komm runter da. Okay. Das ist schlecht. Okay, wir kriegen den Ball aber. Das wäre echt ungünstig gewesen. Wenn das nicht geklappt hat, dann gehen wir auch auf mehr hier mit Frost. Oh, Gabi. Mit John. Ein Problem. Und Spezialtaktik. Können wir eh nichts ausrichten. Himmlische Hass, das ist aber okay. Die beschleunigen sich einfach nur. Oh. Ich muss mal abspielen. Onyx-Würge. Onyx-Burge, mein Gott. Ey, was ist los? Schlafmangel und kann nicht mehr reden. Wie es aussieht. Wir gehen hier auf Spiralzug. Muss wacher werden.
Sehr gut. Mich wundert, dass hier JP das nicht nutzt. Also. Ja, geil. Da kam mal ein Abo rein, ohne dass ich irgendwie live streame. Vielen Dank, Darkness, falls du das irgendwie hier siehst. Vielen, vielen Dank für dein Abo und willkommen in der Slime Army. Ja, das hatte ich auch nicht, dass ich hier jetzt tatsächlich ein Abo reinkriege und dann das kommt. Ja, ist jetzt mit, ist leider drin, weil ich halt mit OBS aufnehme. Und da ist noch alles eingestellt. Naja, was soll's. Das Bild hätte noch besser passen können, aber es ist durch den Rahmen natürlich ein bisschen kacke, aber... Fühl dich gegrüßt, falls du wegen Inazuma abonniert hast. Vielen, vielen Dank. Erlebt man auch nicht alle Tage, dass man das mitbekommt. Dass einer abonniert, weil in Livestreams wird abonniert mich kaum einer, tatsächlich. Es ist meistens immer außerhalb. Durchsetzen. Virtur. Außenrum? Naja, fast. Fast. Oh mein Gott. Dschungelschwurm. Haut rein. Autsch. Oh, das war aber knapp. 8 Punkte. 8 Punkte. Ja, aber wir holen mit Strato Stampfer den Ball wieder. So geht's hier nicht, Gabi. So geht's hier nicht. Nicht mit mir. Okay. Geht trotzdem mal zur Sicherheit auf den Torhüter ebenfalls. Aber jetzt kommt nämlich Maximoff von dem Torhüter. So, ewig Eiswind. Ah, 500. 500 reicht einfach nicht. Das sehe ich jetzt schon. Ja, so ist es. Darkness 3-3. Das steht mir aber... wieder so ein Nachzug. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Naja, gut. Der weiß nicht, nee, wir nehmen auch Korogon. Elysisches Ross, SPS. Bei Maximoff haben wir gerade keinen Platz mehr frei. Ah, okay, da kommt. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Mit seinem Paar. Der Turm. Und. Der Turm schlägt den Pegasus. Ich gehe mal auf Tanz des Aeolus. Das hat keine Wirkung. Oh mein Gott. Das hätte ich gerne, ehrlich gesagt, bei einem Schuss.
Bin ich ganz ehrlich. Den Crit hätte ich gerne einen Schuss gebraucht. 3, 2. Ah, come on. Oh, wieder mal. Wieder mal mies gelaufen. So, nochmal Kampfgeist. Raiden. Let's go. Sturmbringer. Gehen direkt in Rüstung und versuchen das Tor zu schießen. Ja, immerhin 700. Das könnte ausreichen, weil Federfaust nicht wirklich sonderlich stark ist. Und das reicht aus. Sehr schön. Weiter geht's. Erste Halbzeit ist gleich vorbei. Er zittert vor meiner Schusskraft. Du kannst mal nach vorne gehen. Ja, trotzdem, ich nutze einfach mal Death Turm. Und tatsächlich. Tanz des Aeolus. Sockstaber. Nope. Ich wollte eigentlich noch versuchen, Kampfgeist zu rufen. Also TP-Fusion mäßig. Aber da. Ja, da ist der Schiri gerade schneller gewesen. Naja, weil ich ja jetzt nochmal TP dazu gewinne. Deswegen wollte ich jetzt einfach nochmal TP-Fusion machen. So, wir machen einmal Scumjet, holen wir uns raus. Ich würde sagen, den lassen wir jetzt vorbeiziehen. Also zumindest hier. Dann schauen wir mal. Goldiline. Ja, Rüstung, ne? Kämpfer. Das könnte schon ein Problem führen. Vielleicht Fraktalzwinger? Ja, man, hält er ihn auf. Du kommst ein Zwinger. Du Drache. Okay. Wundervoll. Dann versuchen wir das. 4-0. Es läuft eigentlich besser als erwartet tatsächlich. Komm schon, nochmal 700. Ja, obwohl, wenn er jetzt wieder... Na okay, unendliche Hand. Und... Noch richtig aus, perfekt. So, ein bisschen Energy Drink mal. Damit ich ein bisschen wacher werde hier. Und das passiert nicht noch mehr. Sehr schön. 4-0, vierte Minute. Alles gut gelaufen. Miximorph, da kann ich nichts mehr dran ändern. Oh! Du hast noch was frei. Oh, so gelang hast du als Miximorph. Okay. Jo, Glitzerrausch. Ha! 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 Tressari, er ist in Miximorph und in Rüstung drin. Das ist krass. Dass er das nicht geschafft hat. Hoppla. 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 Ihr wisst, was ich von Hoppler halte, nämlich nichts. Oh Mann, das war jetzt richtig unnötig. Okay, Glitzerrausch.
Zack. Ja, L4 wäre echt geil. Ich schieß jetzt einfach drauf. Ah. Was kommt? Wie viel KP hat er überhaupt noch? Du hast noch... Keine Ahnung, weil es wurde mir nicht angezeigt gerade, aber... Wir haben das Tor. Wir haben das Tor, wir haben das 5:0. Das, was wir brauchen für den Erstrang. Jetzt müssen wir nur noch die Zeit abwarten. Und natürlich auch verteidigen und versuchen... Oder vielleicht mehrere Tore schießen. Wenn wir die Möglichkeit haben. Warum nicht? Ja, komm mal rein. Jetzt auch mal wieder reinkommen. Du bist soweit auch. Wechseln wir da einmal aus. Ja. Helium auch mal wieder im Tor. Gehen auf Fraktalzwinger. Oh, diesmal hat er gewonnen. Diesmal hat er gewonnen. Oh, 600. Okay, er verliert sogar sein Maximov. Ja, da wird er direkt aufgehalten. Boah, ey, 67, ne? Das ist schon krass. Also, Dual Overdrive ist hier schon mega stark. Ist das Abseits? Nein, kein Abseits. Coin Abseits. Na gut, Rüstung und ewiger Eiswind. Vielleicht kriege ich noch ein Level up. Das wäre natürlich awesome. Nope. Aktuell nicht. Reicht das aus? 600? Nee. 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 Das tut es nicht. Das heißt 6:0. Wundervoll. Aber wir haben noch leider massig Zeit. Leider. Du gehst einfach mal da hinten hin. Hier machen wir mit Duo-Katapult. Holen wir uns den Ball. Und hepp. Schön. Wo war sie? Nicht da. Naja, war ja klar. Na gut, sie holt sich jetzt den Ball wieder. Dann können wir noch einmal ewige Eiswind benutzen. Sehr gut. Ewige Eiswind, let's go. Ein schön. Dahinter könnte sich tatsächlich was verbirgen. Weil diesmal härter. Weil wir diesmal sehr schlecht abgeschnitten haben. Aber ist okay. Ja, genau das habe ich geahnt. Wir gehen auf den Turm. Akrobaten-Twist wird negiert. Sehr schön. Dann können wir noch einmal was nutzen. Und es ist leider kein Level abgekommen. Schade. Hier ebenfalls nicht. Aber wir schießen noch ein Tor. Tor! Das war super! Okay, 22 haben wir jetzt. Also, Minute. Und 7 Tore. Ja,
Okay, JP wird ausgewechselt. Und zur Beilung ebenfalls zu schlichteren. Boah, naja. Ist okay. Nur einmal der Turm und vielleicht schaffe ich es. Mal kurz abwarten hier, wenn es Spaß wird. Ah nein, das war ein zu hoch. Aber ist okay, dann nehmen wir einmal Mark. Wir den Touchpin ein bisschen weiter zurück. Genau. Und dann nehmen wir mal Wolfsgeheul L2. Wie viel Schaden kriegen wir raus? Ja, nein. Ganz normalen. Aber das sind auch schon so viele Blocker. So viele Blocker. Jeder blockt einmal. Ne, er nicht. Torsequent 16. Otogon. Dingens. Oh, wir haben mit 10 Punkte gewonnen. Ja, kriegen wir immer noch eine gerade Zahl raus. 8-0. Habe ich auch nichts gegen, tatsächlich. Ja, jetzt lassen wir mal die Erdzeit ablaufen, ne? Das reicht. Otogon, Schlag, oder wie das heißt. Hat nichts geholfen. So. Mehr, du hast deine Arbeit sehr gut gemacht. Du hast einen Hedgehog geschossen. Ja, hier gehen wir auf Himmeltand X natürlich. Helios Spezialtechnik. Den lassen wir durchgehen. Also wenn er jetzt nicht hält, dann weiß ich aber auch nicht. So, 104. Das sollte doch für ihn doch kein Problem sein. Der Würmersturm. Zack. Hat erstmal der ganze Mana verbraucht. Die ganzen TP-Punkte. Und er pfeift pünktlich ab. Sehr nice. Und damit haben wir jetzt auch hier alle Spiele mit S-Rang in dieser Tour. In der Wahrheitstour. Doch, das war Wahrheitstour, ne? Ja, das ist Wahrheitstour. Und jetzt hoffe ich mal auf das Item. Vielleicht habe ich Glück. Wenn nicht, dann machen wir das morgen im Stream. Na, okay, das Item habe ich nicht, aber dafür eine Kampfgeistmünze. Und ja, beende das mal eben ganz schnell, weil da wird wieder geklingelt draußen. Gut. Dann öffnen wir hier in der Wahrheitstour Schatztruhe Nummer 1 für uns irgendwo, keine Ahnung, irgendwo dazwischen, egal. Öffnen wir sie und mal schauen, was wir drin haben werden. Naja, Kleidungsartikel, schade. Nummer 2, Schatztruhe Nummer 2. Wie gesagt, das ist für uns die 7., 8. Ich habe den Überblick verloren auf jeden Fall. Nicht die Nummer 2 für uns, aber halt die Zahl hier. Egal, öffnen wir sie. Ja, das ist wenigstens was Anständiges als dieses Fieberarmband Lied der drei Reiche. Gut, dann kommen wir zur S-Rang-Tour und dann sind wir auch mit dieser Tour komplett fertig. Perfekt. S-Rang-Tour, Schatz Nummer 3 für uns die letzte Tour. Letzte Truhe, die wir öffnen hier. Und ich bin gespannt. Ja, okay. Schuss Ultra Plus. Ist zwar nicht das Beste, was man hier bekommt. Da fand ich Liter der Reiche viel geiler. Aber man kann es sich nicht ändern. Auf geht's zur nächsten Tour, die wir doch erstmal fertig machen müssen.